Ja, wir fangen jetzt da ganz einfach mal an. Ich bin da auf was sehr Schönes gestoßen, einmal unser Harald Lesch. Es gibt ja sehr, sehr viele YouTube-Videos in Bezug Harald Lesch und Gott. Gibt es einen Gott? Kann man Gott beweisen? Wer ist Gott? Ist Gott der Schöpfer? Gib einfach mal in die Suchmaschine hier oben ein Lesch und Gott und da findest du etliche Videos. Aber sehr, sehr interessant ist jetzt dieses Video. Da müssen wir uns bloß die ersten 45 Sekunden anschauen. Und dann wirst du feststellen, dass unser Harald Lesch dann doch wieder als blindes Huhn mal ein sehr geistreiches Ei legt. Er bringt nämlich hier die perfekte Beschreibung von Gott, ohne dass er das weiß. Bevor wir uns das etwas genauer anschauen, gehen wir jetzt erst einmal auf das Wort Weltformel ein. Die große Schwierigkeit, wo ich immer wieder sage, sind tiefgläubige Materialisten. Der ganze Materialismus baut auf Trugschlüssen und auf Lügen auf. Das heißt, und das stelle ich jetzt einfach in den Raum, dass 99,99% aller in Experimenten bewiesene Tatsachen schlichtweg und einfach Lügen sind, die du genau genommen, empirisch wahrgenommen, gar nicht überprüfen kannst. Das heißt, was hier in Experimenten bewiesen wird, kannst du nicht real überprüfen. Es sind reine logische Konstrukte. Da bin ich in vielen Selbstgesprächen drauf eingegangen. Man muss erst einmal wissen, wie ich Realität definiere, nämlich so, wie sie definiert werden muss. Realität ist nicht eine unabhängig von dir da außen existierende Welt. Realität ist schlichtweg und einfach eine von dir sinnlich wahrgenommene Information. Damit will ich es genug sein lassen. Wir schauen uns jetzt ganz kurz, bevor wir dieses Kleinod an Weisheit, ohne dass Ihnen das bewusst ist, anhören. Das Wort Weltformel noch mal genauer an. Die Weltformel beinhaltet eigentlich schon das große Geheimnis der Welt. Wir schauen uns erst einmal, wir hebraisieren das Wort Welt, das haben wir schon sehr oft gemacht. Ich will noch mal darauf eingehen. Das sind jetzt hier praktisch die hebräischen Buchstaben des Waf, des Ein, des Lamed und des Daf. Da steht jetzt Welt und das heißt schlichtweg und einfach und ein Brandopfer, wenn wir das in Wörterbüchern nachschauen. Elet ist Brandopfer mit einem W vorne und das Brandopfer. In dem Brandopfer, wie es hier schon steht, haben wir einen polaren Rand und der muss von Augenblick zu Augenblick geopfert werden, dass eine neue Gedankenwelle aufsteigen kann. Und ich weise immer wieder darauf hin, wenn man das Prinzip nicht verstanden hat, einfach mal die Rot-Blau-Lesung trainieren, dieser 22 Zeichen. Und da wird Welt, wenn wir sie rot lesen, die rote 6 ist etwas absolut im eigenen Geist Verbundenes. Das heißt, es ist kein Unterschied da in deinem Geist. Und wenn kein Unterschied da ist, kannst du nichts wahrnehmen, weil du bloß Unterschiede wahrnehmen kannst. Die 70 ist die geistige Quelle, in der alles verbunden ist, bevor was herausquillt. Das L symbolisiert das Licht und das DAF, rot geschrieben, das im Meer absolut Daseiende. Wenn wir es blau machen, wird das Waff zu etwas Aufgespannten, das Ain zu einem Augenblick, eine augenblickliche Wahrnehmung. Das ist dann ein Lichtschatten, eigentlich genau genommen ein Lichtschatten, weil immer wieder daran denken, eine ausgedachte Lichtquelle nicht wirkliches Licht ist. Das wollen wir gleich von unserem Professor Lesch hören. Es ist schlichtweg eine Illusion. Du stellst dir ganz einfach vor, du hast jetzt eine VR-Brille auf mit einem hundertprozentigen HD-Bild. Mit einer hohen Qualität, mit einer extremen Auflösung, ganz nebenbei, wir geben mal schnell die Buchstaben HD in unseren Gematrie Explorer ein und dann wirst du feststellen, dass das hier mehr oder weniger auch das Echo von außen ist. Steht übrigens hier, es Echo, ein Widerhallen von außen. Echo und Widerhall steht's im Langenscheid. Das heißt, das, was du dir ausdenkst, wird in einem gewissen Maß wieder zurückgespiegelt und du denkst jetzt, du hast eine VR-Brille auf. Und wenn du jetzt in eine hyperrealistische virtuelle Welt reinschaust, die dir komplett dreidimensional vor dir erscheint, obwohl sie in dir drin ist, zumindest an den zwei flachen Monitorbildern vor deinen Augen, die letztendlich durch deine Augen symbolisiert werden, ihr Ende haben und nicht irgendwo da außen sind, dann wirst du feststellen, wenn du eine Sonne die Landschaft beleuchtet, dass diese Sonne, die du siehst, mit Sicherheit nicht die Lichtquelle ist für die Landschaft. Und wenn ein Baum einen Schatten wirft, wird der Schatten auch nicht geworfen, weil das Licht von der Sonne, die du in der VR-Brille siehst, über den Baum einen Schatten wirft. Das sind alles rein berechnete Konstrukte wie in einem Videospiel. Das habe ich so oft erklärt.
Wir haben also unsere Welt und jetzt kommt als nächstes, kommt ja in unsere Welt die Welt formell. Und da machen wir jetzt als nächstes die nächsten drei Buchstaben des vor. Und da haben wir im Hebräischen natürlich viele Möglichkeiten. Wir können jetzt erst einmal das PR machen, ohne Vokal. Das ist jetzt erst einmal der Stier. Da steht jetzt schon hier, es dir, schreibe ich immer ein raumzeitlich dir. Das ist ein unbewusster Mensch. Aber wir bleiben mal in der Dreierradix, dieser Vokal, den wir hier stehen haben als O. Haben wir auch verschiedene Möglichkeiten, wenn wir den vokalisieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil das sehr, sehr interessant ist. Wir machen zuerst einmal hier ein Oin. Halt, Entschuldigung, jetzt bin ich da deutlich durcheinander. F-O-R brauchen wir. So, jetzt. Da haben wir jetzt erst einmal eine Diskrepanz, wenn wir das mit der 70 dazwischen schreiben. Das ist eine Kluft, ein Unterschied, ein Aufreißen, ein sich weit öffnen, ein weites Aufmachen. Da denkst du jetzt schlichtweg und einfach an die Rakia. Das Meer, El Hayom, wird in ein Oberhalb und in ein Unterhalb geteilt. Ich könnte sagen, in ein Innerhalb und in ein Außerhalb. Es ist nämlich alles, was du dir ausdenkst, ist auch in dir drin. Es ist immer der Denker und seine Gedanken sind untrennbar miteinander verbunden. Wir können jetzt hier als nächstes ein A setzen. Dann wirst du feststellen, dass du jetzt zum Luxus kommst, wobei immer dran denken, Luxus ist Licht. Und das Ganze wird jetzt zu einer Pracht. Da haben wir jetzt den Stier in der 8, das ist die weibliche 1, das ist dein Programm. Ich weiß, das klingt jetzt sehr verwirrend, kann man aber sehr, sehr genau erklären. Ich will mich da bloß nicht so lange aushalten. Das heißt auch ein Ausschmücken, ein Verschönern, ein Verzieren. Das heißt, du fängst an, dich einzuhüllen in eine Welt, die du dir selber ausdenkst. Für dich ist diese Welt, da haben wir hier unten rot geschrieben, die göttliche Weisheit ist reines geistiges Schöpferlicht. Und dann haben wir das konstruiert, das Wissen, das erschaffene, berechnete Rationalität, das ist wieder diese Rot-Blau-Lesung. Die beiden Seiten sind immer gleichzeitig da, so wie ein Denker und das Ausgedachte gleichzeitig da ist. In dem Moment, wo du dir irgendwas denkst und du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun, hast du komplett dein Bewusstsein verloren. Das heißt jetzt einmal in meiner direkten Sprache, all die Scheiße, die du dir in die Welt denkst, da sprichst du dich selber davon frei und das ist dein Fehler. Wenn du auf die höhere Ebene willst, musst du zuerst einmal begreifen, was es heißt, ich nehme alle Schuld auf mich. Damit beginnt Bewusstsein. Aber jetzt hören wir uns einmal den Lesch da genauer an und die formell, halt, wir haben noch einen, den habe ich jetzt ganz, den letzten, unser O als Waff vokalisiert. Das ist jetzt der Zufall. Das ist ein Zerbersten, ein Zerbrechen. Wir sind jetzt schon wieder, was wir gerade gehabt haben, beim Spalten, bei der Diskrepanz. Wir brauchen einen Unterschied. Und diese Unterschiede, die in dir auftauchen, das nennen wir dann auch das Los. Ein Schicksal, und zwar das Schicksal, das du selber mit deinem eigenen Intellekt, mit deinem Glauben losmachst in dir. Du hast eine komplett eigenständige Welt. Und jetzt hören wir uns mal die präziseste Beschreibung von Gott an aus dem Wand von dem Professor Lesch, obwohl der diesmal nicht das Wort Gott benutzt. Gott definiert er ganz anders. Das definiert er genauso wie all die Trockennasenaffen in deinem Traum als irgendwas Existierendes. Das Immerseiende, El Hayom, Gott das Meer, aus dem alles entspringt, darf man nicht verwechseln mit irgendeiner Existenz, die ausgedacht wird. Ein ausgedachter Gott ist einfach nur ein Geschöpf. Solange dir das nicht vollkommen klar ist, dass alles, was du dir ausdenkst, Geschöpfe von dir selber sind, selbst ein Gott, ob es den Gott gibt oder ob es den nicht gibt, ob das ein Guter ist oder ob es der Satan ist, es sind Gedanken, die du denkst, die nicht mehr existieren, wenn du sie nicht denkst. Ja, was steckt denn eigentlich hinter der Idee einer Weltformel? Das Ganze kommt eigentlich aus der griechischen Philosophie. Es kommt eigentlich aus der Idee, dass die Vielfalt der Welt ja aus irgendeinem Urgrund aufgetaucht sein muss und dass dieser Urgrund das tatsächlich Unveränderliche, das Ewige ist, der wirkliche Grund der Welt, das, was sich in keiner Weise verändert. Das war jetzt die schöne Beschreibung. Ein Urgrund, aus dem alles auftaucht, die Creatio ex nihilo, wie ich das nenne. Und ob dir das jetzt passt oder nicht, das bist du. Das ist der Geist,
der mich jetzt ausdenkt. Ich bin ja jetzt auch in dir ausgetaucht. Das ist immer, ich habe so oft gehabt, wer bin ich, wer bist du? Ich bin jetzt ein Gedanke, den du dir ausdenkst. Du bist mit Sicherheit nicht der Trockennasenaffe, den du dir auch ausdenkst, zu dem du ich sagst, der vom Computer sitzt. Das sind alles Dinge, die ausgedacht sind. Alles, was in dir in Erscheinung treten kann, sind zeitliche Erscheinungen. Und zeitlich meine ich immer, jetzt existieren, solange du es denkst. Und wenn du es nicht mehr denkst, ist es wieder weg. Und der, der sich das ausdenkt, dieser Urgrund für all die Informationen, die in dir selber beroschet, in deinem roten, nicht denkbaren Kopf auftauchen. Wenn du an dann Trockennasen auf den Kopf denkst, ist das auch schon wieder eine Erscheinung, die nicht existiert, wenn du nicht an den Kopf denkst. Du kannst jetzt nur in dich reinschauen, wie sehr dein Ego rebelliert. Vielleicht behauptet so ein Blödsinn, was redet der? Ich rede von Fakten, ich rede von hundertprozentigen Fakten. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen, Holofeeling ist das einzige Denksystem, das nur auf Fakten aufbaut, die jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen kann. Alle Religionen, alle esoterischen Spinnereien und vor allem alle geistlosen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse bauen auf Wissen vom Hörensagen auf. Alles, was hier bewiesen wird, in Form von Axiomen, was schon ein Widerspruch in sich selber ist, weil das Grundannahmen sind, die man nicht beweisen kann, die können nur blind geglaubt werden. Und in dem Moment, wo dir was logisch erscheint, dann ist das für dich so. Und wenn du das nicht überwindest, ich betone immer wieder, weil wir kommen jetzt in eine Endzeit und ich prophezei hier keinen Untergang der Welt, weil Welt habe ich dir gerade erklärt. Welt ist ein Brandopfer, das sind Gedankenwellen. Jeden Gedanken, den du denkst, der verschwindet in dem Moment, wo du ihn nicht mehr denkst. Jede sinnliche Wahrnehmung, die von dir gemacht wird, die genauso eine Information in deinem nicht denkbaren Geist ist, ist sofort wieder weg, wenn du sie nicht mehr ausdenkst. Wenn, auf gut Deutsch gesagt, wenn du das nicht mehr anschaust. Egal, was du anschaust, es ist immer nur da, wenn du es anschaust. Hundertprozentig sicher zu glauben, was dir deine momentane materialistische Logik ja einredet, was du dir letzten Endes selbst einredest mit diesem trügerischen Glauben, mit dem Schwamminhalt, wo du sagst, das ist meine Meinung. Es ist eine Anderung, es ist die Meinung deiner Lehrer und deiner Erzieher, die wir uns jetzt ausdenken, die dir das niemals in der Vergangenheit beigebracht haben. Man muss das verstanden haben, dass es keine chronologische Zeit gibt. Und solange du das nicht verstanden hast, wirst du leiden. Solange du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich, und dann denkst du dir tausend andere Gedanken, wo du sagst, das bin ich nicht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Zumindest für dich. Und die anderen, die du dir jetzt ausdenkst, das sind bloß deine Gedanken. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die du zu lernen hast, ist, dir wird es nicht gelingen, einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst. Jeden Menschen, den du dir ausdenkst, das ist nur ein Gedanke von dir. Darum sage ich immer wieder, dieses Gespräch, das sich jetzt in dir aufbaut, richtet sich nur an denjenigen, der das jetzt hört. Und nicht an irgendwelche Menschen, wo du sagst, verteilt dieses Video, das ist unheimlich wichtig. Dann begehst du schon wieder den Trugschluss, dass du meinst, irgendwelche von dir ausgedachte Menschen können irgendwas verstehen. Es sind vergängliche Erscheinungen, es sind einfach nur deine eigenen Informationen. Ich habe in den letzten 2, 3 Selbstgesprächen mehrmals darauf hingewiesen, dass die Gedanken eines jeden Menschen, den du denkst, deine Gedanken sind. Das ist übrigens ein hundertprozentig sicheres Faktum, weil schon der Mensch, den du denkst, ein Gedanke von dir ist. Du kannst jetzt nur wieder dir bewusst machen, wie sehr dieser tiefe, trügerische Glaube noch in dir drin ist, dass ein Mensch auch dann da außen rumläuft, wenn du ihn nicht denkst. Solange du das als hundertprozentig sicher ansiehst, wirst du leiden. Du wirst dich narren, du wirst ums Überleben kämpfen in Bezug auf deinen Körper, der null Überlebenschance hat, übrigens aufgrund deines eigenen Glaubens, weil du bist ja ein sterbliches Säugetier, das sowieso nicht überleben kann. Dann kannst du dich wieder festmachen, festklammern an der Schulmedizin, die prophezeit, in 30, 40 Jahren erreichen wir vielleicht ein Lebensalter von 140 Jahren, obwohl sich hier die meisten in den Altersheimen hier mit 80 schon die Hosen voll kacken und voll sabbern wie kleine Kinder. Ist das erstrebenswert, bis auf wenige Ausnahmen? Ist das der Sinn des Lebens? Das ist deine Welt, die du dir mit deiner momentanen Logik ausdenkst.
Es gibt da sehr wohl einen Ausweg. Aber der funktioniert ganz anders wie jegliche Form von religiösen oder materiellen Wissen, die das suggeriert, weil das letztendlich nur alles materialistisches Wissen ist. Aber hören wir mal unseren Hari Resch nochmal weiter. Das ist eine platonische Sicht, also eine idealistische Sicht, dass hinter der Vielfalt der Welt, die eigentlich nur Schatten darstellen, das wirkliche Licht, das wirkliche, das, was tatsächlich ist, sich hinter was ganz anderem verbirgt. Wir sehen also wirklich dann nur, ja, so. Das ist jetzt hier schon die schöne Aussage, das wirkende Licht ist dein Geist. Ich nenne es immer die Lampe im Projektor. Die wiederum braucht Energie. Ein Atomkraftwerk, wir kommen gleich zu den Atomen, das ist das JCH und das Atom selber braucht diese Urenergie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann, das nenne ich UBLHJ 86. Alles, was projiziert wird, ihr merkt, das ist das Holofeeling-Beispiel, das er unbewusst jetzt bringt, dieses Pixelmännchen, der sich übrigens das nicht raussuchen konnte, das ist rein ein Gedanke, ob es da außen einen Harriet Lesch gibt, hängt wieder davon ab, ob du das glaubst oder nicht glaubst. Das könnte ich jetzt mit einer Zeichentrickfigur auch machen, dann sagst du, den gibt es nicht. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Es sind Phänomene und diese Energie, dieses wirkende Licht, das wirkliche Licht, kannst du auch Geistrot geschrieben nennen oder Energierot geschrieben oder Gott. Es sind nur verschiedene Worte für ein und dasselbe Phänomen, nämlich für etwas, was nicht denkbar ist. Wir können Licht denken, wenn wir uns das ausdenken. Das ist das Spiel, wo ich immer wieder sage, nichts ist in keinster Weise darstellbar. Nichts kann nicht existieren. Ich kann das Wort nichts existieren lassen, indem ich das denke, aber dieses Wort nichts ist ein Gedanke. Dasselbe gilt für alles. Alles kann nicht gleichzeitig existieren. Immer nur eine kleine Facette, wie ein Spritze, wie eine kleine Welle, die auftaucht in dem Meer. Außer du hast dann ein höheres Bewusstsein, da kannst du schon ein komplexeres Wellenmuster darstellen. Aber das wird jetzt zu weit führen, das nenne ich Chatdenken. So Phänomene halt. Und in den Naturwissenschaften hat sich diese Haltung der Suche nach dem Ewigen, nach dem Immerwährenden, nach dem, was immer und ohne Ausnahme sein wird, hat sich eigentlich nur in der Physik durchgehalten. In der Physik hat man angefangen irgendwann. Das ist so unendlich geistlos und dumm. Ab jetzt kommt nur geistloses Geschwätz. Nochmal, das, was immer ist, kann nicht in Erscheinung treten. Alles, was zu existieren anfängt, was in Erscheinung tritt, ist das einmal erfordert einen Unterschied, den du wahrnimmst. Und es bleibt eine Gedankenwelt, es bleibt eine zeitliche Erscheinung. Ein ausgedachter Gott ist nicht immer, der ist so lange da, solange du an ihn denkst. Und er wird so sein, wie du ihn denkst. Selbst wenn du sagst, es gibt keinen Gott, musst du, um diesen Gott verneinen zu können, an einen Gott denken. Ganz abstrakt zumindest an das Wort Gott. Das predige ich gebetsmühlenhaft, wenn ich jetzt ein Zeitfenster aufspanne seit über 20 Jahren. Und da benötigst du keinen Intellekt, das zu verstehen. Das heißt, sobald du an was denkst, hast du eine Information, die in dir auftaucht, die aber nur so lange existiert, solange du an die Information denkst. Das heißt, die Ewigkeit dauert genauso lange, wie du an Ewigkeit denkst. Es ist nicht diese Ewigkeit ohne Anfang und Ende, die ewig ist, weil die nicht gedacht werden kann. Sobald die zu existieren anfängt, ist es schon eine vergängliche Erscheinung. Darum ist auch Gott, ein ausgedachter Gott, der im Himmel oben ist, ist einfach nur eine Vorstellung. Und jetzt solltest du dir fragen, wo kommen die her? Wo kommen die ganzen Vorstellungen her? Und ich sage immer wieder, du nimmst jetzt einfach den kleinen Trick, dass du zuerst einmal dir als Urgrund all dieser Informationen einen träumenden Geist ausdenkst, der natürlich jetzt auch was Vergängliches ist, was Ausgedachtes ist. Aber jetzt haben wir diese schöne Reihe, die ich so oft erklärt habe, wenn du ein träumender Geist bist, ist dir klar, dass da immer nur in dem Kopf des von uns jetzt bewusst symbolisch ausgedachten träumenden Geistes immer nur das ist, was er im Moment denkt oder was er anschaut. Und für diese Erscheinungen in diesem von uns jetzt ausgedacht, bewusst ausgedachten symbolischen Kopf eines träumenden Geistes, für diese Phänomene gibt es kein Vorher und kein Nachher. Alles, was der von uns jetzt bewusst ausgedachte träumende Geist zu sehen bekommt, und jetzt gleich Klammer auf, ein Gedanke kann nicht sehen, es sieht immer derjenige, der sich das ausdenkt.
Ein Gedanke von dir kann nichts spüren und er kann nichts wissen. Ein Gedanke weiß das, was du dir denkst, dass er weiß. Wenn du an einen Menschen denkst. Mein schönes Beispiel mit der Kiste. Wenn ich sage, wenn du jetzt an eine Kiste denkst, dann weißt du, die Kiste existiert nur, weil du sie denkst. Das ist jetzt ganz abstrakt nur das Wort Kiste. Und wenn ich dich jetzt frage, aus welchem Material besteht die Kiste, wirst du feststellen, dass die in der Regel jetzt erst, wenn du anfängst, dir das Material zu denken oder die Form zu denken, entsteht das Material und die Form. Und wenn ich dich jetzt frage, was ist in der Kiste drin, die du dir ausdenkst, ist es eine ganz dumme Frage, es wird in der Kiste das drin sein, was du dir in die Kiste reindenkst. Du musst es immer wieder anhören, weil du checkst es nicht. Setze für das Wort Kiste jetzt irgendeinen menschlichen Trockennasen auf den Kopf. Wenn ich jetzt auch denke an einen menschlichen Kopf, ist das genauso abstrakt wie die Kiste. Und wenn ich sage, wie sieht die Kiste aus, erst jetzt kriegt er Gesicht und ein Aussehen und vielleicht einen Namen. Und was ist in dem Kopf drin? Da wird deine Logik sagen, ein Gehirn. Komischerweise, da ist jetzt alles schon vorbereitet, was kommt. Weil deine Logik dir das vorschreibt. Und jetzt kommt das Hauptproblem, wenn er jetzt weitermacht mit seiner Erforschung. Wir Naturwissenschaftler, wir versuchen ja diesen Urgrund, den immer seinen Urgrund zu entdecken, versuchen die aus etwas immer sein, das heißt etwas, was nicht in Erscheinung treten kann, wieder eine Vorstellung zu machen. Und jetzt fangen sie an, die Heiligkeit von Worten zu zerstören. Das beginnt mit einem Atom, das ja rein sprachlich allgemein bekannt, das Unteilbare, das Unspaltbare heißt, und jetzt werden die Atome gespalten. Das heißt, sie zerstören eigentlich die Heiligkeit der Worte. Das passiert mit allen Worten. Nach den ewigen Teilchen zu suchen. Zunächst hat man die chemischen Elemente kennengelernt. Was? Ein ewiges Teilchen kann es nicht geben, weil ein Teilchen schon was Ausgedachtes ist. Sobald ich an ein Teilchen denke, ist es was Existierendes. Und was ewig ist, kann nicht existieren. Darum kann auch Gott nicht existieren. Was nicht heißt, dass es ihn nicht gibt. Das ist eben genau die schöne Beschreibung von diesem Urgrund, aus dem alles auftaucht. Das ist der Geist, den wir einen träumenden Geist nennen können, der in dem Moment natürlich auch schon wieder was aufgetaucht ist, aber das haben wir tausende Male durchgespielt. Wasserstoff, Helium, Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter und hat sie in dem Periodensystem der Elemente zusammengefasst, aber dann hat man festgestellt, die Elemente... Und jetzt kommt das, was ich immer kritisiere. Bringe mir einen allereinzigen Vortrag aus diesem Internet, den du durch bewusstes Ansteuern aktivierst, dass hier eine statische Datei zu illusionären Bildern wird und zu Geräuschen wird aus einem Lautsprecher, den du dir ausdeckst. Indem irgendeine wissenschaftliche Vorlesung, irgendwen, der nicht permanent einfach nur Wissen rezitiert wie eine geistlose Maschine, das er vom Hörensagen kennt und dann zwangsläufig in seinen Kopf verwirklicht. Und Platon hat ja schon gewusst, diese ganzen Elemente des Mendeleischen Periodensystems, da gibt's nichts zu entdecken. Es wird der große Fehler begangen, dass man die Kausalität, die man sich selber ausdenkt, auf den Kopf stellt. Zuerst einmal ist schon eine chronologische Kausalität ein Fehler in sich selber, da bin ich in die letzten Selbstgespräche drauf eingegangen, weil jeden Gedanken, den du denkst, denkst du jetzt, das erkläre ich jetzt nicht nochmal, lässt sich aber ganz leicht verstehen. Aber was hier passiert, wir machen einfach mal die Metapher, du gehst jetzt, darum haben wir ja diese Erkenntnis in deinem Programm von virtuellen Welten, von Videospielen. Kein Mensch würde auf die Idee kommen zu behaupten, es ist zuerst eine virtuelle Welt da und weil diese virtuelle Welt da ist, entsteht ein Programm. Aber genau das macht die Naturwissenschaft in Bezug auf die von ihr ausgedachte Weltvorstellung. Die glauben, da außen ist eine unabhängig von ihnen existierende Welt und das ist das Problem, das ist der Bruch des zweiten Gebotes. Ich kann das nicht oft genug sagen, die hebräische Tora ist ein Computerprogramm. Wir schauen uns hier mal die 10 Gebote an. Nicht die 10 Gebote, nur den Anfang und zwar jetzt im 5. Buch Mose. Das ist kein religiöses, esoterisches Geschwätz, das ist das, was ist. Bleiben wir zuerst beim deutschen Text. Nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Ich nenne das meine Geistesfunktion.
Nicht mit irgendwelchen Gedanken von dir, die du dir in die Vergangenheit denkst, habe ich irgendeinen Bund gemacht. In der Vergangenheit war nichts. Vergangenheit ist ein Gedanke, den du dir hier und jetzt denkst. Das kann man so oft wiederholen und immer wieder wiederholen. Du wirst es so lange wiederholen müssen, bis du das verstehst. Und es wird in der Zukunft nichts passieren, weil Zukunft auch nur ein Gedanke ist, den du jetzt denkst. Es gibt keine Vergangenheit und keine Zukunft in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Es gibt selbstverständlich Vergangenheit und Zukunft hier und jetzt, wenn du hier und jetzt an Vergangenheit und Zukunft denkst. Und es wird in der Vergangenheit immer nur das passiert sein, was du jetzt denkst. In der Vergangenheit selber war überhaupt nichts. Sollte was in der Vergangenheit gewesen sein, was jetzt. Das ist dieses rote Jetzt. Von Angesicht zu Angesicht hat Jahwe auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Penim, be Penim. Be heißt in. Und jetzt muss man natürlich wissen, dass dieses Penim nicht nur Angesicht heißt, sondern das heißt auch das Innere. Das Gesicht, das Ansehen, das Aussehen, die Vorderseite, die Oberfläche. Gesicht, Oberfläche, Ansehen, inneres Gesicht. Weil dasselbe Wort nämlich eindeutig auch hier im Wörterbuch als Penim ausgesprochen, heißt es hier das Innere. Das heißt von innen im Innern, vom Innersten im Innersten kann man das auch übersetzen. Ganz, ganz korrekt übersetzt. Könnt ihr jederzeit im Langenscheid nachschauen. Es sind immer zwei Aspekte. Das ist nämlich, wenn ich jetzt hier ganz kurz einmal reingehe, dass wir uns das in Gematrie Explorer anschauen. Das ist zuerst einmal PN. Das ist ein Aspekt, eine Ecke. Ich habe es ja mit den Ecken. Ich strecke eine Ecke. Dann wird es ein SD-Ecken, ein Stecken. Das ist, wenn wir es rot machen, wieder in den Rot-Blau lesen, die Weisheit und eine gewusst wissende Existenz, habe ich das hier genannt. Und das sind immer zwei Aspekte. Das ist diese Im-Endung. Wenn wir einen Aspekt haben, eine Ecke haben, müssen zwei Ecken sein. Eine Ecke hüben und eine Ecke drüben. Da muss man sich einfach jetzt in Holofeeling einstudieren, dann wird es wirklich göttliche Geometrie. Das heißt jetzt hier Anlitz, Aussehen, Bedeutung, Gesicht, hast aber auch das Innere und das Innerste. Damit wird zwangsläufig das Penim das Innerste im Innersten, weil B, die Vorsilbe B, ich kann das von Angesicht im Angesicht, vom Angesicht im Inneren kann ich auch übersetzen. Hat Jahwe auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Wir müssen uns jetzt das sehr genau anschauen, soweit will ich aber da gar nicht ausufern. Ich stand zwischen Jahwe auch in selbiger Zeit, um euch das Wort Jahwes zu verkünden. Das ist auch so eine Sache. Ich stand, wer ist dieses Ich? Wer behauptet, dass er zwischen Jahwe stand? Da ist es Anoki, das ist das große Ich. Ich stehe zwischen einem ausgedachten Jahwe und euch, den ausgedachten Menschen. Anoki ist ja hier, zuerst einmal die ersten drei Buchstaben Anak, das ist das Schöne, das Senkblei, das Blei senkrecht, dieses senkrechte Ausrichten, das Lot. Ich nenne das immer die Transversale. Das ist das Aufrichten der Zeitachse, der Longitudinalen, der Anoki, das ist mein Aufrichten in eine senkrechte, ewiges Hier und Jetzt. Um euch das Wort Jahwes zu verkünden, denn ihr fürchtetet euch vor dem Feuer und stieg nicht auf den Berg, in dem er sprach, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Übrigens ein großes Problem, dass hier von einer Vergangenheitsform gesprochen wird, die im Original gar nicht vorkommt, weil das alte Hebräisch keine Vergangenheits-, keine Zeitformen kennt. Es gibt im alten Hebräisch, kann man nachlesen in der Hologrammatik, es gibt praktisch nur Perfekt- und Imperfektformen. Es gibt, wenn gesprochen wird, einen Zustand, der noch im Werden ist, das ist der Imperfekt, und einen Zustand, der eigentlich schon ausgeführt wurde. Hat aber überhaupt nichts zu tun mit Vergangenheit und Zukunft. Und dann kommt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das heißt, du sollst dir niemals irgendjemanden ausdenken, der mächtiger ist wie du und ich. Wenn man diese Hierarchie nimmt. UB, JCH, ich, rot. Dieses rote Ich, das ist der, der mich jetzt ausdenkt, den blauen Udo. Die Geräusche des, den Menschen, den du dir jetzt ausdenkst, der angeblich jetzt spricht, obwohl jetzt kein Mensch spricht. Schau mal genau hin, was jetzt da ist. Wo ist der Mensch, der? Zeig ihn mir, schau ihn an. Wo ist der Mensch, den du jetzt zuhörst?
Das ist ein Gedanke in deinem Kopf. Du sitzt jetzt einfach nur vor einer Maschine und hörst Geräusche. Von einer geistlosen materiellen Maschine würde ich jetzt 2 Meter in deinem Gesichtsfeld illusionär in einer gewissen Entfernung vor dir als Uhr in Erscheinung treten, wäre ich genauso ein Haufen Materie. Vergängliche Materie, geistlos. Der Geist bist du. Du selbst bist der Geist, der sich das jetzt ausdenkt. Und ausgedachte Götter, das sind die ganzen Autoritäten, von denen du dir einredest, die wären mächtiger wie du. Das ist so eine riesengroße Falle. Du redest dir ein, dass ein Gedanke, den du jetzt denkst, mächtiger ist wie der, der sich die Gedanken denkt. Geh mal jetzt in die 4 Stufen der Vergessenheit und du erlebst es als Brösel, wie ich das nenne, als Trockennaseaffe bei eigener Definition, körperlich, sinnlich wahrgenommen, real, und es taucht einer auch sinnlich wahrgenommen, real, optisch in deinem Gesichtsfeld auf. Und du meinst, der ist mächtiger wie ich. Es ist immer, sobald ein Mächtiger in die Erscheinung tritt, muss ein Ohnmächtiger da sein. Jetzt machst du bloß den Fehler, dass du sagst, ich bin der, der keine Macht hat. Nein, du bist der, der sich diese Gedankenwelle zwischen den Mächtigen und den Ohnmächtigen, Wellenberg und Wellental, ausdenkt. Du hast vergessen, wer du bist. Du bist ich. Du bist der, der sich das alles ausdenkt, und all das, was du dir ausdenkst, kriegst du selber zu erleben. Und jetzt komm, du sollst dir kein geschnitztes Bild machen, irgendein Gleichnis dessen, was oben im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Wie gesagt, ich bin da schon zigfach drauf eingegangen, was da in der Wirklichkeit steht. Da können wir jetzt aus dem einen Satz, können wir, wenn ich immer sage, ein Wort, können wir schon 400 Seiten Buch machen. Das erspare ich dir jetzt. Bleib in der deutschen Übersetzung. Mach dir kein Bild von irgendwas da droben im Himmel oder drunten auf der Erde. Das heißt schon, der Gott, der für dich im Himmel oben lebt, weil deine Eltern und deine Erzieher dir das angeblich in der Vergangenheit einmal beigebracht haben, ist schon eine Illusion. Das ist der Bruch des 2. Gebotes. Ich kann immer wieder nur darauf hinweisen. 1. 2. Gebot halten. 1. Gebot, mach dir keinen Gott neben dir. Du bist der Denker und alles, was du dir ausdenkst, sind Gedanken von dir. Wenn was mächtiger ist wie du, ist es der, der dich denken lässt, der jetzt in dem Moment natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Du musst in den Bereich des Nichtdenkbaren gehen. Das kann nur gewusst werden, aber nicht vorgestellt werden. Weil was in dir drin ist, was du vor dich hinstellst, ist bloß Phänomene, wie der Lesch das gerade genannt hat. Diese Creatio ex nihilo ist unheimlich wichtig, dass du das verstehst. Und der einfachste Weg ist, das einmal zu begreifen, ich bin ein träumender Geist. Der du natürlich nicht bist, du bist der, der sich den träumenden Geist jetzt ausdenkt. Aber es ist immerhin etwas geistreicher, sich selbst als träumenden Geist zu denken, wie du das bisher gemacht hast, und das ist besonders geistlos, dich als einen sterblichen Trockennasenaffen zu denken. Wenn ich mich schon selbst vor mich hinstelle, dann stelle ich mich als etwas hin, was nicht vergänglich ist. Ein träumender Geist ist nämlich etwas, was nicht vergänglich ist. Der kann zwar aufgelöst werden, aber in dem Moment, wo der träumende Geist sich auflöst, wird er wach. Dann wird er zu einem wachen Geist. Das musst du auf dich wirken lassen, dass du das verstehst. Machen wir weiter mit dem Lesch. Aber ich will ganz kurz nochmal, lass das nochmal auf dich wirken, wir hören es uns nochmal an, dass du merkst, es ist reines Solo-Feeling, ihm ist das gar nicht bewusst. Das Ganze kommt eigentlich aus der griechischen Philosophie. Es kommt eigentlich aus der Idee, dass die Vielfalt der Welt ja aus irgendeinem Urgrund aufgetaucht sein muss und dass dieser Urgrund das tatsächlich Unveränderliche, das Ewige ist, der wirkliche Grund der Welt. Das, was sich in keiner Weise verändert. Das, was sich nicht verändert, das bist du. Ich nenne es immer einfach in einer Metapher, der Leser, der zurzeit ein Lesensbuch liebt. Während du ein Buch liest und dich mit einer Figur in dem Roman verwechselst, der Leser ist am Ende des Buches immer noch derselbe Leser wie am Anfang. Da könnte ich auch wieder ja aber sagen, verstehe die einfache Symbolik, die ich dir mitteile. Das ist eine platonische Sicht, also eine idealistische Sicht, dass hinter der Vielfalt der Welt, die eigentlich nur Schatten darstellen, das wirkliche Licht, das wirkliche, das, was tatsächlich ist, sich hinter was ganz anderem verbirgt. Dass sich zwischen den ganzen flackernden Bildern auf einer Leinwand in einem 3D-Kino sich dahinter das wirkliche Licht, nämlich die Lampe im Projektor, befindet, die nicht flackert. Das ist das rote Ich. Ich nenne das das rote Ich. Wir sehen also wirklich dann nur ja, so Phänomene halt.
Und in den Naturwissenschaften hat sich diese Haltung der Suche nach dem Ewigen, nach dem Immerwährenden, nach dem, was immer und ohne Ausnahme sein wird, hat sich eigentlich nur in der Physik durchgehalten. In der Physik hat man angefangen, irgendwann nach den ewigen Teilchen zu suchen. Zunächst hat man die chemischen Elemente kennengelernt, Wasserstoff, Helium. Ewig ist nur die absolute Einheit. Die absolute Einheit ist ewig und sobald da Teilchen werden, das sind dann Gedankenwellen oder Spritzer, wir machen mal die obersten Oberwellen, das sind Spritzer, die sind nicht ewig. Facetten sind niemals ewig, es ist nur die Einheit ewig und die absolute Einheit kann nicht gedacht werden, aber es ist die Einheit, die durch Selbstdivision, die Divisionen, darum nenne ich auch in vielen Schriften der Ohrenbarungen, nenne ich dich Geistesfunken, ein Indivisionalbewusstsein. DI, die Öffnung deines Intellekts erzeugt Visionen und der Intellekt, den du zurzeit zum Denken benutzt, das ist letztendlich der Jozer, hebräisch der Schöpfer für diese Traumwelt, die du dir ausdenkst. Du bestimmst auch, was in der Vergangenheit war, das ist alles nur dein Wissen. Vergangenheit ist komplett austauschbar, Vergangenheit ist das, was du denkst und die Vergangenheit, die du dir denkst, die steht und fällt mit dem Wissen, das du zum Denken benutzt. Das sind dann die alternativen Fakten. Hat sich jetzt ein Hitler gegeben? War das ein Guter? War das ein Böser? Wurde Jesus gekreuzigt? Wurde er nicht gekreuzigt? Tausendmal habe ich das gesagt. Hängt davon ab, mit was für einem Intellekt du arbeitest. Ob du den Koran verwirklichst, die Vorstellungen des Korans oder die Vorstellungen des Neuen Testaments. Und ich sage jetzt nicht, das eine ist richtiger wie das andere. Das ist, weil sich das widerspricht, gehört es untrennbar zusammen. Es vervollständigt sich, wenn man das verbindet, zu einem ganzen Berg. Und der Berg alleine gibt es halt nicht ohne Dall. Das ist immer im Hintergrund die Seite, die du nicht denkst. Lithium, Beryllium, Bohr und so weiter, Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff und so weiter. Und hat sie in dem Periodensystem der Elemente zusammengefasst. Aber dann hat man festgestellt, die Elemente, die unterscheiden sich ja praktisch nur durch die positiv geladenen Teilchen im Kern des Atoms, im Atomkern. So hat das Element Nummer 1 Wasserstoff, ein Proton, das Element Nummer 2 Helium hat 2. Das sind jetzt alle Symbole, er rezitiert jetzt Wissen, wo er in keinster Weise die Symbole kennt, da bin ich schon drauf eingegangen. Und um das vorne wegzunehmen, das, was du erlebst, ist eine Computersimulation. Du bist der Rechnungsführer, der Mech-Chef, das ist jetzt das hebräische Wort für Computer. Der kommt dann aber auch vor im Alten Testament, da heißt es einfach der Rechnungsführer. Und es ist schlichtweg und einfach so, dass dein Intellekt, die Sprache selber im Anfang war das Wort, was du aus den Worten generierst, wird bei dir zu Vorstellungen. Und da gibt's ein ganz, ganz präzises Schema, so wie du dir jetzt in deiner Traumwelt von einem ID-Spezialisten, Computerspezialisten erklären lassen kannst oder studieren kannst, wie ein Computer funktioniert. Das ist die grobe Annäherung, wie deine Traumwelt aufgebaut ist. Das Prinzip bleibt sich gleich, es war bloß etwas komplizierter, aber wir wollen es ja einfach machen. Und es ist immer wieder die Falle vom Hörensagen. Und da muss ich jetzt streng werden. Es ist nämlich definitiv so, dass all die Sachen, die du beschwörst aufgrund deines Glaubens und dadurch auch in dir verwirklichst, alles, was du beschwörst, aber du beschwörst es mit einem Meineid, lässt dich leiden. Das ist immer wieder, ich habe in einem der Selbstgespräche die schöne Geschichte von dem Gefängnis, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Das heißt, hüte dich, irgendwas zu glauben, was du nicht wirklich im klassischen, jetzt für dich materialistischen, normalen Sinne auch beschwören kannst. Beschwören heißt, ich habe das mit eigenen Augen gesehen, ich habe das am eigenen Leib erlebt, ich war dabei, würde ich jetzt materialistisch sagen. All die Sachen, wo du mit eigenen Augen gesehen hast, auch real, sinnlich wahrgenommen, die kannst du beschwören. Alles, was du nur vom Hörensagen kennst, dass die Erde eine Kugel ist, die sich um die Sonne herumdreht, dass Jesus gekreuzigt wurde, wenn du das beschwörst, das ist blinder, dogmatischer Glaube. Und ich sage dir jetzt als dein Vater, ich werde dich so lange abwatschen, bis in alle Ewigkeit, bis du aufhörst, Meineide zu schwören. Die Schwierigkeit ist die Mathematik, das lassen wir jetzt gut sein, da kommt jetzt übrigens das letzte stabile Element, ist die 92, da könnte ich viel dazu sagen, das ist der Testudo, das ist das Einzige, was stabil, was ewig ist, aber ich mache mal einen Sprung jetzt in das Schulsystem, da lassen wir auch, da springen wir auch in ein Löschlein rein, hör mal genau zu. Also die Mathematik habe ich überhaupt kein Gefühl. Das kann doch nicht wahr sein! So schwer ist das doch nicht, vor allen Dingen nicht die einfachsten Dinge. Wie kann jemand sagen, ich entscheide aus dem Bauch raus, muss das nicht wissen, ja? Wieso haben wir nicht längst angefangen, Mathematik zu einem Teil unserer Kultur zu erklären?
Nichts um uns herum geht ohne. Die Häuser werden gebaut mit Mathematik, die Autos, die wir fahren, werden gebaut mit Mathematik, die Technik, die wir benutzen, und so weiter und so weiter. Alles um uns herum ist grundlegend mathematisch, weil... Das ist genau wieder richtig. Er wird zu einem richtigen, guten Holofeeling-Propheten. Er weiß bloß nicht, was er spricht, weil es ein geistloses Pixelmännchen ist, das du dir jetzt ausdenkst. Ein Gedanke von dir kann nichts wissen. Und wenn du dir jetzt einmal die Mühe machst, mehrere Selbstgespräche zu hören, ich spreche es nur nochmal an. Die ganzen Probleme deiner Welt, auch die ganzen Schöpfungen, bauen auf Mathematik auf. Du musst jetzt nur wissen, was Mathematik bedeutet. Mathematik hat nichts mit Rechnen zu tun, nicht das Geringste. Ich schaue es jetzt noch. Es gibt genügend Videos, wo ich das genau im Altgriechischen zeige. Mathe heißt schlichtweg und einfach nur das gelernte Wissen. Und Madikos, mal ganz grob übersetzt, ein törichter Schwätzer, ein Dummkopf, ein Tor Unbewusstsein. Mathematik heißt eigentlich das gelernte Wissen von geistlosen Schwätzern, die ihren geistlos nachgeplapperten, rezitierten Glauben in sich verwirklichen. Das geht hin bis in die Materialisierung von Gegenständen. Du kannst dir jetzt den Kölner Dom denken, das ist eine feinstoffliche Erscheinung, und du denkst jetzt, du bist das Spiel in einem Videospiel, und du kannst jetzt deine zwei Monitore vor deinen Augen, ich bleibe jetzt einmal bewusst materialistisch, kannst du durch ständiges Umformen der Lämpchen des Arrangements dich nach Köln bewegen, wenn wir dies als virtuelle Welt sehen, und kannst in deinem Gesichtsfeld real den Kölner Dom aufbauen. Der ist aber niemals in der Vergangenheit gebaut worden. Er entsteht in dem Moment, wo er in deinem Gesichtsfeld auftaucht. Das ist die Wirklichkeit, die du hier und jetzt sofort überprüfen kannst. Ob der in der Vergangenheit oder die Pyramiden gebaut wurden. Und diesbezüglich solltest du dir ganz einfach, wenn du das nicht weißt, einmal Fiegenstahl-Vorträge, wo ich auf die Pyramiden eingehe, oder jetzt im Weißenbuch-Vortrag, wo ich nochmal anspreche, oder diese Geheimnisse mit den Simpsons mit der Vergangenheit, woher konnten die das in der Vergangenheit wissen? Es kommt von deinem scheiß Drecks zwanghaften chronologischen Denken. Es war in der Vergangenheit nichts. Nicht das Geringste. Das, was zu existieren anfängt in deinem roten Kopf, beroschet inmitten dieses Kopfes, wird etwas aufgebaut, angeordnet, hingestellt. Das sind das erste Wort eigentlich richtig übersetzt in der Tora. Das ist der Kopf des träumenden Geistes, den wir uns jetzt symbolisch als träumenden Geist vorstellen. Jetzt kommen wir zum Werden. Das wollte ich nur vorneweg machen, und jetzt ist mir was, was mir sehr am Herzen liegt. Ich habe im letzten Update, mal ganz kurz einmal reinschauen. Das ist dieses Update von 16.12. Habe ich ein Video drin stehe über GEZ. Und jetzt bitte hör ganz genau zu. Ich kann nicht oft genug sagen, alles, was in dir in Erscheinung tritt, ist sekundär. Ob das ein Video ist, ob das ein Film ist oder irgendeine Situation, die du jetzt als Trockennasenaffe in deinem unbewussten Dasein, in deinem eigenen selbst ausgedachten Traum erlebst. Das, was in Erscheinung tritt, ist sekundär, das sind Reizauslöser. Der Sinn des Lebens ist, dass du dein momentanes Konstrukt, Werte- und Interpretationsprogramm durchschaust, das du zum Denken benutzt. Das heißt letztendlich, dass du mal deinen Intellekt dir bewusst machst, was glaube ich eigentlich? Warum denke ich bei dem Wort an den und bei dem Wort an den, an diese Dinge? Warum bauen sich diese Vorstellungen in mir auf? Wenn ich jetzt zum Beispiel das Wort Schrankwand höre, denke ich nicht an eine Ameise. Diese ganzen Informationen, die in dir auftauchen, diese Reizauslöser, sind sekundär. Der Sinn des Lebens ist es, dein Interpretationsprogramm zu durchschauen, und dieses Programm, habe ich auch schon erklärt, als Ding an sich kannst du in keinster Weise existieren lassen. Man sieht ein Programm nicht. Es ist ein Reaktionssystem, das heißt, du kriegst einen Reizauslöser, und du wirst jetzt, dieser Reizauslöser ist deine momentane Gedankenwelle, deine momentane Information, und du wirst zwanghaft auf diese Information mit deinem Programm reagieren, und diese Reaktion verändert die momentane Reaktion. Mein Standardbeispiel ist, du hörst irgendein Geräusch, Klingelingeling, und du denkst an das Telefon. Das heißt, der Reizauslöser ist das Geräusch Klingelingeling, diese Information, und dass du jetzt zwanghaft an das Telefon oder an die Haustürglocke denkst, das macht dein Interpretationssystem. Das formt deine momentane Information um. Lass das auf dich wirken. Hörst die noch zwei, dreimal an.
Du hörst irgendein Fiep, Fiep, Fiep und du denkst an einen Vogel. Du hörst ein anderes Geräusch und denkst an ein Rasenmäher. Das heißt, das Geräusch taucht in dir auf, du bist ein träumender Geist. Aber die Vorstellung, die du jetzt kriegst, die wird von deinem Interpretationssystem erzeugt. Wenn du ein anderes Interpretationssystem hast, wirst du andere Vorstellungen kriegen. Machen wir mal ganz einfach, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Udo. Dir muss klar sein, je nachdem, welchen Intellekt du zum Denken benutzt, das heißt, wer du jetzt zu sein glaubst, im selben Moment wirst du bei dem Wort Udo zuallererst einmal an einen ganz bestimmten Menschen denken, an eine ganz bestimmte Person denken. Und das hängt sehr davon ab, wer du jetzt zu sein glaubst, welcher Udo dann als erstes in dir auftaucht, in der Verwandtschaft, wen du kennst. Und dann ist dir natürlich klar, wenn du jetzt da weiter drüber nachgrübelst, dass da noch tausende andere Udos gibt, aber es ist immer einer zuerst da. Das ist, dass du das Prinzip verstehst. Also die Reizauslöser sind sekundär. Das ist einmal das Erste. Mir geht es jetzt ganz gezielt um dieses Update zu den von dir geistes vom jetzt ausgedachten Menschenaffen. Das sind die Modim, das wissen wir, das sind die Toten, das sind Gedankenwellen, die ausgedachten Menschen, die Leute. Das sind schlichtweg und einfach nur Gedankenwellen. Das ist hier eigentlich, ich sage Modim, eigentlich sprechen die das Medim aus. Das in Ivri wird das Medim ausgesprochen, erkläre ich jetzt aber nicht. Das ist Sterben, weil MT, gestaltgewordene Erscheinungen, haben wir hier unten, des Meeres, die gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres. Das sind die, die aus dem Immersein auftauchen. Das sind die Toten. Lass die Toten ihre Toten begraben, habe ich angeblich vor 2000 Jahren gesagt. Endlich einmal eine heilige Schrift, wo was Wirkliches drinsteht in der Übersetzung. Die überleben auch nicht. Die sind schon wieder weg, wenn du sie nicht denkst. Wenn sich jetzt dein Ego massiv wehrt, du wirst wieder leiden. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich will, dass du aufhörst zu leiden. Du hast es selbst in der Hand. Ich hab's nicht in der Hand. Ich habe dir die Freiheit gegeben, dass du selbst entscheiden darfst, was du glaubst. Den ersten Glauben hast du von mir. Das ist dein Schwamminhalt. Der ist extrem fehlerhaft. Ich werde dir nicht vorschreiben, was du glauben sollst. Du wirst nämlich feststellen, dass in deinem Schwamminhalt extrem viele Glaubenssysteme drin sind, die sich komplett widersprechen. Du kannst jetzt irgendeins dieser Glaubenssysteme raussuchen, das deinem momentanen Glaubenssystem zu widerspricht. Aber du wirst immer noch in der Einseitigkeit hängen. Der einzige Ausweg ist, du musst all diese Glaubenssysteme, die du jetzt zumindest vom Hörensagen kennst, musst du zu deinen eigenen Glauben machen. Das heißt, die Meinung aller Menschen muss deine Meinung werden. Und zwar hundertprozentig sicher. Und jetzt denk wieder an mein Dassenbeispiel. Der Henkel ist rechts, der Henkel ist links. Wenn du über der Dasse stehst und du beobachtest, welche die streiten, dann sagst du, der hat recht, der hat recht, der hat auch recht, der hat auch recht. Du wirst nie behaupten, dass einer nicht recht hat. Wenn du das kannst, aus einer tiefsten Erkenntnis heraus, dann bist du ich geworden, das rote Ich. Okay? Und mir geht's hier nicht um irgendeine AfD. Wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Es ist mir wichtig, von diesen von dir ausgedachten Menschen gibt es welche, die lassen sich manipulieren, soweit sich Gedanken von dir manipulieren lassen können, da müsste ich schon wieder Vedo sagen. Und da gehört zwangsläufig nach dem Prinzip Wellenberg und Wellendall welche dazu, die manipulieren. Es sind immer welche, die sich manipulieren lassen, sind welche da, die manipulieren. So ein Berg gehört ein Dall. Zu Guten gehören Böse. Alle öffentlich-rechtlichen Medienanstalten der BRD, kannst du nachschauen, das ist der Hagel, der über dich geht zurzeit, berichten zurzeit immer nur einseitig negativ von einer bei diesen Anstalten offensichtlich sehr unbeliebten Partei. Und jetzt habe ich hier vielleicht darum. Dir sollte klar sein, dass ich nicht ein Befürworter oder Gegner der AfD bin. Das ist einmal hier ganz wichtig. Das ist dieser Ausschnitt. Der ist in dem Update schon mit drin, den hören wir uns jetzt nicht an, da ist bloß mit reingeschrieben. Er predigt hier letztendlich hier über die GEZ-Gelder. Mir geht's überhaupt nicht um diese Partei. Vollkommen gleichgültig. Worauf ich dich jetzt darauf hinweisen möchte, ist, du musst dich selber beobachten. Das sind zuerst einmal nur Worte. Es sind nur diese Worte. Und du wirst jetzt feststellen, dass es einen riesen Unterschied macht. Wem du diese Worte als Sprecher zusprichst, ob der von der AfD ist oder von der Linken ist, oder von der CSU ist oder von der FDP ist, das ändert ja nichts an den Worten, aber es ändert sehr, sehr viel an deiner Meinung, ob das richtig ist oder ob das verkehrt ist. Es fällt bei vielen schon die Jalousie runter, wenn sie bloß AfD hören. Oder wenn sie Linke hören.
Das musst du komplett abgestellt haben in dir. Es sind alles schon wieder Bewertungen deines zwanghaften Wertesystems. Hier geht es auch wieder um Geld. Geld ist ein riesengroßes Problem. Aber um das hier nochmal klar zu machen, hier wird angeprangert, dass zum Beispiel bloß die Intendanten und Programmchefs der dritten Programme des ARDs ein wesentlich höheres Gehalt haben als die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Geschweige denn die Wasserträger, wenn nicht, hörst du das nochmal an. Wenn ich jetzt sage, die sind da dagegen, vielleicht darum, jetzt stellst du dir vor, du würdest bei irgendeinem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender arbeiten. Nicht jetzt unbedingt als Intendant, aber irgendwie als ein Nachrichtensprecher oder sonst was. Wie würde dir, wenn du jetzt derjenige bist, der ein Riesengehalt hat im Vergleich zu anderen Menschen, wie würde dir diese Rede aufstoßen? Du musst ein bisschen beweglich werden in deinem Geist. Es ist bloß, wenn du nichts hast oder dich stört die GEZ. Ich sag dir übrigens, gibt des Kaisers, was des Kaisers ist. Ich sag nicht, dass du das nicht zahlen sollst. Also ich als Brüssel Udo zahle meine GEZ. Ich habe überhaupt kein Problem damit. Habe ich sowieso kein Geld. Es ist jetzt alles nur Worte. Es ist alles ausgedacht. Aber dass du das Prinzip verstehst, dass wenn du hier dir das anschaust, dieses Spiel, kannst du 7 Minuten, kann man gern nochmal anhören, lass das auf dich wirken, was der spricht. Ob das irgendwie negativ ist. Er spricht hier nur von Ungerechtigkeit, weil er hier zum Beispiel anspricht, diese Gehälter mit der Zwangsenteignung, dass er sagt, dann bringt er einen Lehrling, dann bringt er einen Rentner mit 9.000 € oder was im Jahr, will mich nicht festlegen, 210 € Abgabe. Zwangsenteignet, um diese Gehälter zu finanzieren. Ich gehe noch einen ganzen Schritt weiter. Es gibt auf der ganzen von dir ausgedachten Welt, wenn du das einmal nachwaschst, keine Fernsehanstalten, die so massiv mit dem Geld prassen wie die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Ich nehme mal ein Musterbeispiel, wenn du mal nachwaschst, wo übrigens hier waren Berichte hier, wenn man nachwaschst in den Zeitungen, in den geistigen Archiven, bei der letzten Olympiade, ich glaube bei der Olympiade in China war das ganz massiv. Es hat kein aller einzige, da schicken ja alle jetzt von uns bewusst ausgedacht Länder ihre Fernsehen, irgendwelche Fernsehkommentatoren und Leute mit Kameraleute an die Sportstätten, egal wo die Olympiade ist. Es gibt kein aller einziges Land, das so einen Aufwand betreibt wie Deutschland. Das heißt, selbst Amerika hat kostentechnisch wesentlich weniger Leute und Material an der Olympiade wie die ARD. Aber was jetzt der Witz ist, es gibt aber noch mal eine Anstalt, die genauso viel hat wie die ARD und das ist die ZDF. Das ist doppelt gemoppelt. Das heißt, es würde doch reichen, dass da bloß entweder ARD oder ZDF hinfährt. Nein, die fahren unabhängig voneinander mit einem Riesenstab, jeder ARD und ZDF mit mehr Leuten und mehr Material, sogar wie die Amerikaner zu den Olympischen Städten. Und alles wird mit der GEZ bezahlt. Das sind Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Ich kritisiere nicht das, was ich selber in deinen Kopf erschaffe. Das sind Reizauslöser. Wichtig ist, wie reagierst du drauf? Das heißt, man muss dir eins klar sein, alles, was du dir ausdenkst, ist, weil du dir es ausdenkst. Das, was du jetzt hörst, denkst du dir übrigens auch aus. Weil du träumst jetzt. Die Figuren in deinem Traum können sich nicht raussuchen, was sie dir erzählen. In dieser Hierarchie stehst du immer eins drüber. Und da wirst du irgendwann einmal die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Solange du ein träumender Geist bist, als der ausgedachte träumende Geist, musst du natürlich keine Verantwortung übernehmen. Weil du weißt mehr, der kann sich ja nicht raussuchen, was er träumt. Aber der, der jetzt bewusst wird, der bisher ein unbewusster träumender Geist wird und jetzt weiß, das ist ja nur ein Symbol von mir selbst. In dem Moment, wo du ins Bewusstsein kommst, musst du auch die Verantwortung übernehmen für alles, was du dir ausdenkst, wenn du ich bist. Und das wird dann wieder ins Gegenteil gekehrt, dass ich immer wieder sage, wenn ich einen Führerscheinprüfungsbogen an einer Fahrschule entwerfe, dann mache ich die Fehler ganz bewusst. Es läuft nichts verkehrt in deiner Welt, selbst die Fehler sind wichtig. Dass ich nämlich irgendwelche prüfen lassen kann, ob ich die schon aufwachen lassen kann oder ob sie noch weiter schlafen wollen in ihrer eigenen Scheiße. Das sind wie Säuglinge, die in ihren eigenen selbst ausgedachten Exkrementen liegen, immer dran denken, die Scheiße, der Shit, die Exkremente, das ist das aus dir herausgetretene. Und glaub mir, das, was du dir zurzeit ausdenkst, egal wie du es definierst, ist ein riesengroßer Haufen Scheiße. Um hier die Werte nochmal genauer zu sehen, schau, was verdient eigentlich die Merkel? Und da haben wir wieder hier viele Vorsitzenden der Öffentlich-Rechtlichen.
jetzt nicht Medienanstalten, sondern öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute verdienen weit mehr als 500.000 Euro im Jahr. Der Chef nur der Hamburger Sparkasse hat mehr als 850.000 Euro im Jahr. Immer dran denken, unsere Bundeskanzlerin, eigentlich der Oberboss im Staat, kriegt nur 300.000 Euro. Das ist eigentlich hier ein großer Trugschluss. Und du wirst jetzt merken, dass das kapitalistische Denken, das geht im Bach runter. Das wird sich selbst auslöschen. Es ist ein todbringendes Verbrechen. Das ist das Kapital. Ein Kapital. Und solange du glaubst, Kapital erhält dich selber am Leben, egal in welchen Einkommensklassen du bist. Und in den Klassen bist du hundertprozentig nicht, weil in den Leuten tauge ich nicht auf. Ich sage jetzt nochmal, meine Botschaft richtet sich nur an den Geist, der jetzt in diesem Moment mich sprechen hört. Das ist einmal das Erste. Und jetzt machen wir hier das Spiel, wie weit es bei dir weitergeht. Pass auf, ich lasse mal nochmal so ein Video laufen. AfD übrigens, schau unten, AfD. Stefan Keuter. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, voller Scham haben wir den Antrag von der Union, der SPD und der FDP zur Kenntnis genommen. Eine schön verklausulierte Anpassung, die ohne Aussprache durchgewunken werden sollte. Nennen wir das Kind doch einfach beim Namen. Eine jährliche automatische Diätenerhöhung ohne lästige Debatte und ohne Rechtfertigungen. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. In den letzten 4 Jahren haben Sie rund 1.300 Euro Diäten mehr erhalten, von 8.200 auf 9.500 Euro brutto monatlich. Nur diese Steigerung entspricht der Standardrente in Deutschland. Ein Rentner hat in diesem Zeitraum lediglich 26 Euro mehr erhalten, und das in den Westländern. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. Möchten Sie jetzt gar eine Diskussion beginnen, in welchem Maße Löhne, Gehälter oder gar der Hartz-IV-Satz in diesem Zeitraum gestiegen sind? Ich glaube, das ersparen wir uns jetzt hier besser. Das diskutieren wir in den nächsten Wochen und Monaten noch mit Ihnen ausgiebig. Kennen Sie die Bilder von Mitbürgern, die den Müll nach Pfandflaschen durchsuchen? Dafür schämen wir uns. In Deutschland leben mittlerweile 1,6 Millionen Kinder in Hartz-IV-Haushalten. Finden Sie das nicht erschreckend? Werte Kolleginnen und Kollegen, denken Sie doch mal über Ihre Leistungen nach. Diäten über 9.500 Euro, monatliches Personalbudget von fast 22.000 Euro, Sachkontoleistungen 1.000 Euro, Bahncard erster Klasse auch privat zu nutzen. Hören Sie mir mal zu, das kann ganz sinnvoll sein. Nutzung der Fahrbereitschaft, diverse kleinere Annehmlichkeiten und last but not least eine steuerfreie Kostenpauschale von über 4.300 Euro. Jeder Selbstständige muss Belege sammeln, jeder Angestellte Erklärung abgeben, Nachweise erbringen. Sie können 4.300 Euro steuerfrei vereinnahmen. Ohne Nachweise. Wer keine Zweitwohnung in Berlin unterhält, bitte hören Sie dem Kollegen zu. Danke. Wer kein Wahlkreisbüro unterhält, bekommt die Kostenpauschale trotzdem. Steuerfrei. Meine Damen und Herren, schämen Sie sich nicht. Wir sind hier nicht im Märchen Ali Baba und die 40 Räuber, wonach Bedarf Geld aus der Sesam-Öffne-Dich-Höhle gerollt werden kann. Es geht hier um hart erarbeitetes Steuergeld. Deshalb ermahnen wir Sie. Gehen Sie verantwortungsvoll mit diesen Steuergeldern um. Unterdrücken Sie keine Diskussion um die Abgeordnetenentschädigungen. Der hier vorgeschlagene Automatismus, und das ohne Aussprache, ist unserer Meinung nach schlicht eine Frechheit. Darf ich Sie an Ihre Redezeit erinnern? Und zwar mit Nachdruck. Sehr geehrte Damen und Herren, zeigen Sie dem Bürger, unseren Mitbürgern, dass wir Volksvertreter sind und dem Auftrag dieses Parlaments gerecht werden, die Geschicke dieses Landes lenken
zum Wohle des deutschen Volkes, um nicht, um uns hier ein süßes Leben zu machen. Darf ich Sie an Ihre Redezeit erinnern? Den Antrag von CDU, CSU, SPD und der FDP lehnen wir entschieden ab. Vielen Dank. Ich betone nochmal, es geht ja nicht um die AfD. Ich habe gesagt, das, was jetzt gesprochen wurde, ist keine Verschwörungstheorie, es ist einfach das, was ist. Und jetzt musst du dir wieder denken, dein persönliches Programm, du wärst jetzt so Abgeordneter und müsstest das hören. Das Gutmenschentum. In vielen Fällen, abgesehen davon, würde die AfD jetzt an der Macht sitzen, die würde den Kahn genauso in den Dreck fahren, weil die Parteien immer einseitige Lösungen anstreben. Und jede einseitige Lösung entheiligt den Geist selber. Was die Menschheit braucht, ist ein vollkommen neues Weltbild, und das kann die Menschheit erst dann bekommen, wenn ein bewusster Geist da ist, der sich eine Menschheit ausdenkt, die das wissen. Weil ausgedachte Menschen sowieso nichts wissen können. Es waren schon im Meer und werden im Meer vergängliche Erscheinungen sein. Es sind Protagonisten in einem Traum. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt, es geht um das Überwinden des materiellen Weltbilds, und ein Gedanke von dir kann das materielle Weltbild nicht überwinden, das kann bloß der Geist überwinden, der mir jetzt zuhört, der sich diese ganzen Menschen ausdenkt. Wir wollen nochmal die Seite wechseln, und ich nochmal, Geld ist eine riesengroße Falle, das anzubieten. Geld ist Gott. Also spielt es hier überhaupt keine Rolle, ob du arm oder reich bist. Ich könnte jetzt in der Demokratie wieder sagen, wenn wir uns hier jetzt dein Stand deines Wissens, ca. 80 Millionen Deutsche denken, so und so viele Millionen davon sind wahlberechtigt, und jetzt kannst du wieder im Internet nachschauen, irgendwelche Zahlen rausholen, wie viel hier der Durchschnitt verdient. Und wir verschieben jetzt das etwas von diesen Gehaltsregionen, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, sind 75% der Wälder weit entfernt. Das heißt, wenn wir eine demokratische Abstimmung machen und es sind wirklich Wähler, die bewusst zuhören, können die diese 25% gar nicht wählen. Weil sonst sind sie einfach bloß blöd. Die wissen nicht, was sie tun. Aber das ist immer noch materialistisches Denken. Und zum Abschluss machen wir jetzt mal die Gegenseite. Nicht, dass der meint, ich bin AfD. Ich sage mal die extrem Rechten und die extrem Linken. Das sind zumindest die, die erkennen, was ist. Deutschland ginge es so gut wie nie zuvor. Wer aus der Trance aufwacht, der stellt fest, nach den Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben heute sage und schreibe 40% der Bevölkerung in Deutschland weniger Einkommen als Ende der 90er Jahre. Ja, gehört für sie fast die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland? Was ist denn das für eine Anmaßung? Man, da plakatiert die Union allen Ernstes für gute Arbeit und gute Löhne. Ja, es gibt in Deutschland viele erfolgreiche Unternehmen. Es gibt hochqualifizierte Arbeitskräfte und es gibt zum Glück auch viele gut bezahlte Arbeitsplätze. Aber das war früher auch schon so. Neu ist, dass selbst im Wirtschaftsboom immer mehr ungesicherte, schlecht bezahlte Jobs entstanden sind und dass sich inzwischen sogar die Bundesbank Sorgen angesichts der schwachen Lohnentwicklung in Deutschland macht. Neu ist, dass der Anteil derer, die trotz Arbeit ein Einkommen unter der Armutsschwelle beziehen, sich in den letzten 10 Jahren, also genau in Ihrer Amtszeit, Frau Merkel, mehr als verdoppelt hat. Und ich finde, mit so einer Bilanz, gute Arbeit, gute Löhne zu plakatieren, das ist wirklich eine Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler. Lass uns gut sein, das Spiel läuft ganz anders ab. Wie es abläuft, musst du selber rauskriegen. Der Einzige, der es verändern kann, das bist du. Und du wirst feststellen, du wirst dann was verändern, wenn du aufhörst, was verändern zu wollen. Dann wird es passieren. Und solange du noch einseitige Ziele anstrebst, die Schizophrenie möglichst lange zu leben, möglichst lange gesund zu sein, nur gesund zu sein, es ist jede einseitige Verbesserung zerstört deine eigene Heiligkeit. Wenn dich das genau interessiert, musst du ganz einfach Offenbarungen studieren. Wenn du es nicht tust, auf die Freiheit, mein Kind, dann leidest du halt noch eine Runde. Und ich kann dir nur eins sagen, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Du bist ohne Ende ein ewig träumender Geist, bis du wach wirst. Und ob du wach wirst oder nicht wach wirst, das beginnt mit dem Verstehen, und das Verstehen ist nicht intellektuelles Wissen.
Ich kann nicht oft genug sagen, meine Beispiele sind Kindergartenbeispiele und gerade die einfachsten Beispiele. Da wirst du merken, wird sich dein Ego, wenn das noch übermächtig ist, mit aller Gewalt dagegen wehren. Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Und diese Selbsterkenntnis beginnt damit, dass du zuerst einmal begreifst, was du selbst bist. Und zum Abschluss nochmal meine Frage aller Fragen. An was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Egal an was du jetzt denkst, egal welche Information jetzt in dir auftaucht. Ob die nur feinstofflich ist oder sinnlich wahrgenommen, spielt keine Rolle. Das bist nicht du. Ich wünsche dir gute Feiertage.